Jojo, und willkommen hier zu einer neuen Folge Minecraft. Stromausfall. Und wisst ihr, was so witzig daran ist? Wir sind heute Morgen aufgestanden, sind einkaufen gegangen, kamen zurück und eine gewisse Firma, dessen Namen ich nicht nennen möchte in diesem Video, hat uns dann einfach den Strom abgestellt. Und ich dachte mir so, ja gut, wie soll man denn leben ohne Strom? Und ich wollte euch mal zeigen, wie das Leben so ist, wenn man keinen Strom hat und was man da so alles machen kann ohne Strom. Denn der Sacharbeiter, mit dem wir geredet haben, der hat überhaupt kein Verständnis gezeigt, hat so getan, als wäre das total easy, ohne Strom zu leben. Aber ich zeige euch mal, wie das so ungefähr ist, ohne Strom klarzukommen. Ihr habt leckere Drinks in eurem Kühlschrank. Ihr denkt, die bleiben kühl, aber nein! Denn ohne Strom, liebe Freunde, geht auch der Kühlschrank aus. Was bedeutet, dass die frisch gekauften Einkäufe ganz, ganz eklig und öm werden. Ihr denkt, ihr könnt euch eine Pizza machen? Satz mit X, war wohl nix. Ihr denkt, ihr könnt euch warm die Hände waschen? Ihr denkt, ihr könnt euch warm Tee machen? Eisekalt! Ihr denkt, ihr könnt Licht anmachen, wenn es dunkel in eurer Wohnung ist? Ihr wollt das Zeug von der Katzenpisse bereinigen? Nein, nein, nein! Die Katzen pissen auf die Couch und sauber machen ist nicht. Denn die Spülmaschine funktioniert auch nicht! Ein ähnliches Problem hatten wir ja schon. Strom sorgt für warmes Wasser. Sieht das nach warmem Wasser aus? Nö, weil warmes Wasser sieht man nämlich nicht. Aber kalt! Also jetzt mal ernsthaft. Denkt mal darüber nach, wenn ihr Leuten den Strom abstellt und versucht dann mal ein bisschen mehr Empathie zu zeigen, weil ohne Mist, ohne Strom ist man ziemlich aufgeflogen. Vor allem dann, wenn man YouTuber ist und vor allem dann, wenn man es den Leuten bei den Stadtwerken auch noch erklärt und die sagen, ja, das ist dann auch irgendwie dein Pech, wenn der Strom aus ist. Kann man nichts machen. Ach ja, und übrigens, eine Runde Fernsehen gucken. Aber das geht ohne Strom ja auch nicht. Stell mal vor, es wäre jetzt Winter und der Strom wäre einfach so weg. Und der Typ sagt, ja, das ist ja nicht mein Problem. Stell mal vor, wir würden es hier einfach erfrieren. Stell dir das mal vor, lieber Mitarbeiter. Ich hoffe, du fühlst ein bisschen mit uns. Ich hoffe, du siehst dieses Video und du denkst dir, Mann, was bin ich eigentlich für ein blöder, dass ich den Leuten nicht geholfen habe. Und ja, also, das nächste Mal, wenn ihr euch für einen Job bei einer gewissen Firma für Energie bewerbt, dann, und ihr dann dort arbeitet und Leute zu euch kommen und sagen, hey, mein Strom ist weg, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich bin verzweifelt, dann versucht ihr denen wenigstens ein bisschen zu helfen, anstatt zu sagen, das ist dein Pech. Falls ihr euch wundert, wie ich das ohne Strom gemacht habe, Revin-Zeit! Daumen hoch, tschüss. Die Rettung in der Not.